Nein, ich höre jetzt auf mit meiner Kanonentheorie. Vielleicht wollen Sie das nicht. Vielleicht haben Sie deswegen keine anderen solchen Maschinen gebaut. Wir sehen die Invitarianer heute als Meister der Seelenmanipulation. Aber sie können ihr Wissen nicht ohne viele, viele Fehlschläge erlangt haben. Vielleicht war dies ein solch fehlgeschlagenes Experiment. Wie bedient man die Maschine? Back to these Tinkers' concerns. And what would you do with these tethered souls, if I told you? Kommen wir zurück zu den Sorgen dieses Bastlers. Und was würdest du mit diesen gebundenen Seelen tun, wenn ich es dir sage? Sie verschränkte die Arme über ihrer reglosen Brust. Ich würde ihre Essenz ernten. Ja, ich würde sie zerstören. Ich weiß es noch nicht. Ich würde sie befreien. So you say. And just what would you release them to? They'd abandon their existence here for another somewhere else, equally aimless and meaningless. Das sagst du. Und wenn du sie befreit hast, was dann? Sie würden ihre Existenz hier aufgeben für eine andere, anderswo, ebenso ziel- und bedeutungslos. Ich könnte dir helfen, aber ich tue es nicht. Der Stolz in ihrer Seele lodert auf und krümmt sich, verformt sich, windet sich und schreit in ihr. Hier, ich habe jede Menge Proben und ausreichend Zeit, um sie alle zu beobachten. Es ist der Traum eines jeden Wissenschaftlers. Meine Antwort lautet nein. Was? Aber was nutzt es, all das zu beobachten und zu studieren, wenn du es für dich selbst behältst? Sag es ihr, Hagrim. Sie beherrscht eine ganz andere Sprache, verbirgt sie aber. Das Schicksal dieser gefangenen Seelen ist wichtiger. Sie sind unbedeutend, ihre Existenz bedeutet nichts. Sie verstehen nicht einmal ihre eigene missliche Lage, die du und ich so klar und deutlich sehen. Ihr Stolz bildet weiter. Durch sie werde ich mehr erreichen als alle anderen Beseeler. Und wer wird davon wissen? Das Stolzding flackert, als die Flammen um sie herum sich legen. Alles, was ich gelernt habe, jahrelanges Studium der inventarikanischen Sprache. Niemand verspielt sie besser als ich, das zählt doch etwas. Wissen ist bedeutungslos, wenn es nicht geteilt wird. Eine törichte und falsche Empfindung. Wissen ist Bedeutung. Es braucht keinen externen Zweck. Ihr Stolz glüht über noch. Deine Gelegenheiten hier sind begrenzt. Eines Tages wird dieses Wissen mit dir sterben. Der Stolz zischt und spritzt. Er ist nur noch eine glimmende Glut. Du hörst dich. Doch in ihrer Stimme schwingt keine Überzeugung mehr mit. Ich werde es ewig aufbauen. Ich werde daran klammern. Das wird mir etwas geben. Lehre mich dein Wissen. Ich stelle sicher, dass es wächst und dein Wissen weiterbelebt. Deine Worte löschen ihren Stolz endlich. Zurück bleibt nur ein geschwärzter Stein, hart wie Diamant. Du wirfst ihn fort und er verschmilzt mit der Dunkelheit. So be it. My studies and efforts shall grow through yours. Ihre Stimme ist ruhig und still. So sei es. Meine Studien und Bemühungen werden durch deine weiter wachsen. These are the words you need. Das sind die Worte, die du benötigst. Ihre kalten, trockenen Fingerspitzen ruhen auf deiner Schläfe und du spürst, wie sie in deinen Verstand greift und Bilder aus der Dunkelheit formt. Runen flackern durch deinen Kopf, aber sie sind nicht mehr nur Bilder. Sie haben eine Bedeutung und du verstehst sie. Es sind Befehle. Etwas löst sich in deinem Verstand. Eine entfernte Erinnerung aus einem längst vergessenen früheren Leben ausgegraben. Du siehst unzählige Runen, weitaus mehr als die Kanta dir gezeigt hat, und du glänzt ihren Klang und ihre Bedeutung, wie sie zusammengehören. Du beherrschst die Sprache der Invetarianer wieder. Something has awakened in your mind. You understand far more than I ever did. Take this knowledge then, and do what you will with Ter Nuneth. Now that you understand its purpose, it will serve you in whatever way you wish. Sie sieht sie zurück von dir. Etwas ist in deinem Verstand erwacht. Du verstehst weitaus mehr, als ich es hier getan habe. So nimm dir dieses Wissen und tu mit Ter Norwend, was du willst. Nur da seinen Zweck begreifst, wird er dir auf jede Weise helfen, die du dir wünschst. Du bist der toten Sprache mächtig? Der Neid von hunderten frustrierten Gelehrten ist uns sicher. Dir ist nicht zufällig danach, die einige Bücher anzusehen? Ja, vielleicht kann er. Was tue ich mit dem Turm, wo ich diese Worte nun kenne? Du sagtest, hatten wir das nicht schon mal?
Ein weiteres Rätsel, hypothetisch. Also, du sagtest, die anderen Türme im Dürrwald seien gebaut, um Seen zu bewegen. Wohin sollten irgendwie Tarianer Seen bewegen? Ein weiteres Rätsel, hypothetisch gesprochen, wo immer sie möchten. Die wahre Frage ist, wie immer, warum? Um sie zu vermischen wie ein Kartenspiel, ja, das kennen wir schon. Warum weißt du gleich so viel über den Turm? Ich verstehe noch immer nicht, dass sie in keine Ahnung solche Maschinen gebaut. Das war das mit dem Fehlschlag. Was tue ich mit dem Turm, wo ich diese Worte nur kenne? That will be easy now that you can read the runes. The vessels would still roam, but striking them down would return their essence to the cycle. But be careful. That machine controls hundreds of souls, and that volume of essence could easily overload it. Improperly channeling the essence would destroy the machine along with the souls. Ihn abschalten. A terrible loss for posterity. Ihn abschalten nehme ich an. Das wird leicht sein, da du nun die Runen lesen kannst. Die Seelengefäße würden weiter umherirren, doch wenn man sie niederschlägt, würde ihre Essenz in den Kreislauf zurückfließen. Doch sei vorsichtig, diese Maschine konsumiert hunderte von Seelen und diese Menge an Essenz könnte sie überlasten. Wenn du die Essenz falsch kanalisierst, würde die Maschine zusammen mit den Seelen zerstört werden. Es wäre ein schrecklicher Verlust für die Nachwelt. Erkläre mir, wie diese Worte funktionieren. Um die Macht von Tinova zu nutzen, muss man verstehen, wozu er dient. Du kannst die Worte und ihre Bedeutung. Du kannst sie sprechen und der Turm wird gehorchen. Danke. So, dann werde ich mal die Leute befreien. Das heißt, ich will Untote sagen, aber das passt in dem Fall ja nicht. Alle Seelengefäße, das klingt passender, weil sie es ja gerade auch erwähnt hat. Alle Seelengefäße werden, die ich getötet habe, bleiben dann wohl endgültig liegen. Hoffe ich mal. Und damit dürfte der Erbhügel endlich wieder gesichert sein. So, einmal rein hier bitte. Ja, Gifte sind garstig. Weil die jegliche Rüstung ignorieren. Zur Sturmspitze. So, reden wir nochmal mit dir hier. Anderem sieht deutlich schlechter aus als zuvor. Sein Fleisch hängt lose herab. Die Haut rund um seine Gelenke ist weggefressen. Er blickt ihn mit einem seltsamen Leuchten in den Augen an. Fleisch. Fleisch. Er macht einen zögerlichen, schlürfenden Schritt auf dich zu. Er krümmt sich und hustet schwarze Galaus. Er scheint dich vorerst vergessen zu haben. Eine zackige Adrasäule erhebt sich vor dir, umgeben von einer Steinmauer und durchzogen von Kupferadern. Das Panel ist mit Runen bedeckt, die du nun verstehst. Du erkennst die Wörter für Ende und Halten. Im Moment steht die Scheibe auf Halten. Du erkennst an einer Inschrift auch, dass die Art und Weise, wie man die Scheibe dreht, dazu dient, das Gerät zu bremsen. Die Leistung der Maschine maximieren? Nein, Ende wählen. Als das Wort deine Lippen verlässt, senkt sich die Scheibe unter deiner Hand in das Adra. Über dir ertönt ein Geräusch wie ein Donnerschlag. Das Leuchten in der Maschine erlischt und sie kommt zur Ruhe. Jo. Still and silent. It's finally over. Still. Ja. Silent. It's finally over. Oh, da ich habe die ganzen Sachen noch gar nicht vorgelesen.
Das hatten wir schon. Ich habe auf dem Turm eine uralte Maschine gefunden. Genau wie der Akolyt es mir gezeigt hat, ist hier oben noch jemand. Vielleicht kann er mir sagen, was hier geschehen ist. Ich muss mit die Kante im Erbhügel sprechen. Sie weiß anscheinend etwas Wichtiges über den Turm. Es könnte mir helfen, die Ziele des brennenden Schlüssels zu verstehen. Das würde erklären, warum der Akolyt so besorgt um diese Frau war. Arthelm, der verfaulende Beseder auf dem Turm, hat mir versprochen, mir einen Weg zu zeigen, wie ich stärker werden kann, wenn ich von Ikantan die Worte beschaffe, die man braucht, um den Turm zu steuern, und etwas, was ihn stärkt. Leider habe ich das nicht mehr. Nun, da ich die vegetarianische Sprache verstehe, kann ich zu der Maschine im Thea Norwen zurückkehren und etwas gegen den Fluch tun, unter dessen Bann Erbhügel steht. Arthelms Verfall ist rasant fortgeschritten. Er sah aus, als würde er mich gleich anfallen, als ich mit ihm sprechen wollte. Wenn ich seine Hilfe will, muss ich ihm ein Opfer schicken. Nein. Der Akolyt hat mir eine Vision des antiken Turms. Ich habe erfahren, dass die vegetarischen Maschinen im Dürrwald verwendet werden können, um Seen zu bewegen. Außerdem habe ich die vegetarische Sprache gelernt. Ich kann die Maschinen nun also bedienen. Ich habe die Maschine auf dem Thea Norwend ausgeschaltet. Die Seen im Erbhügel können nun in den Kreislauf entlassen werden. Tja, tut mir ja leid. Um den hier. Still and silent. It's finally over. So, wir können ins Erdgeschoss. Habe ich also schon mal richtig vermutet, dass der Turm hier schuld an den ganzen Sachen im Erbhügel ist. Alle Essenz entleert, liegt der Adra-Apparat bewegungslos und ruhig da. Jo. Dann können wir nochmal nach der Frau gucken. Vielleicht will sie jetzt erlöst werden. Weil er da oben scheint keinen Belang mehr dafür zu haben. Was auch immer der kleine Schlüssel vorhat. Vielleicht können wir jetzt auch so die Maschine in der Ruine, also wie heißt es nochmal, Silant Lys, ausschalten. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. So. Das war das Haus von der Frau. Und wir sollten vielleicht dem Wächter am Eingang Bescheid geben, dass es wieder sicher ist im Erbhügel jetzt. Es wäre eine Schande, dass das Gebiet hier als Mahnmal... Oh, sie ist abgehauen. Ist sie abgehauen oder... Finden wir sie irgendwo tot rumliegend? Nein. Gut. Das heißt, wir können jetzt wieder nach Farnheim rüber und uns der guten Lady Webb mitteilen, dass wir, was wir herausgefunden haben. Wie sieht es eigentlich mit der Queste aus? Eine Runde nur noch. Sehr gut. Und dann wird auch unsere Kaserne irgendwann fertig sein, hä? Ja, 59 Minuten nur noch. Darunter geht's raus. Da geht's raus, genau. Hey, du da. Genau, der Turm ist ausgeschaltet. Heißt das, der Fluch von der Erbhügel ist aufgehoben? Ich denke schon, ich habe einfach nur eine Scheibe an der Maschine im Turm gedreht.
Trostbruch ist mir etwas schuldig, das ist mindestens eine Villa im Farmheim wert. Ich denke schon, ich habe nur eine Scheibe in der Maschine im Turm gedreht. Du hast den Turm also nur versehentlich ausgeschaltet? Wir sollten lieber eine Weile warten, um zu sehen, ob er wirklich sicher ist. Wenn ja, dann gute Arbeit.